Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Planet mit dem Halloween Event. Und wir wollen jetzt mal die Mission machen mit dem Yeti Albino. Hier steht zwar verfaulte Köderfische, das ist aber ein bisschen falsch. Greifklaue ist auf jeden Fall richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Aber mit den verfaulten Köderfischen geht man eher in dieser Quest hier. Ich glaube, die ist Quanschgen, genau, Quanschgen bei Nacht. Da kann man, glaube ich, mit den verfaulten Köderfischen die Vampirknochenhechte fangen. Wir wollen ja jetzt die Albino-Hechte fangen und nicht die Vampirknochenhechte. Brauchen die Greifklaue, was ich in der letzten Folge schon gesagt hatte. Auf jeden Fall müsst ihr mal gucken, wenn ihr jetzt hier im Laden kauft. Ja, also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die Greifklaue kauft, kostet 2 Gold. Wir gucken nachher mal, was die am See kostet. So, und Köder, Schweineauge, habe ich schon nachgeguckt, kostet am See 1 Bitcoin mehr, ne? So, und kostet jetzt hier 4 Bitcoins im normalen, wo ihr zu Hause seid. Und wenn ihr jetzt in Florida seid, kostet er 5 Bitcoins. Also deswegen alles immer, wenn ihr für Bitcoins kauft, auf jeden Fall hier zu Hause kaufen. Jetzt haben wir mal ausgerüstet. Die Greifklaue, Schweineauge haben wir mal ein bisschen tiefer gestellt. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen flacher stellen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall die Greifklaue, da können wir auf jeden Fall keinen falschen Haken nehmen. Das ist schon mal gut. So, jetzt machen wir mal hier Verfolgen der Mission. Zack. Ein Monsterfisch zu fangen ist keine leichte Aufgabe und ein Albino unter ihnen aussuchen ist ein Test. Nicht für schwache Nerven gehen sie zu den Everglades, um die nächste Zutat für den Trank zu holen und die Kiemen von den Yeti-Albino zu bekommen. So, auf jeden Fall Route habe ich jetzt hier, die Brutus 360 SE. Wir könnten auch hier die Irish Clubber nehmen, die 300, die hat nochmal ein Kilogramm mehr Tragkraft, aber mit der Brutus sollten wir es eigentlich hinkriegen. Hier die Rolle ist zwar ein bisschen stark, also da müssen wir mit der Bremse ein bisschen aufpassen, weil die Rolle dann ja, das stärkste Glied ist. Normalerweise soll die Route ja immer das stärkste Glied sein. So, dann gehen wir mal nach Florida, spulen dann wieder auf die Nacht vor. Dann können wir uns auch gleich nochmal die Boje angucken. Die gehen hier auf jeden Fall wie der Kanal der Seerosen. Gucken wir uns mal die Boje an, die Katsuri jetzt gesetzt hat. Da wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir hinwerfen müssen. Und jetzt brauchen wir auch nicht Spin. Jetzt können wir hier in Ruhe warten mit der Pose, wann der Fisch beißt. So, wir gehen mal hier hin. Spuren mal gleich auf 0 Uhr vor. Was haben wir hier schon? Genau, Greifklaue haben wir, ne? Ist alles schon ausgerüstet, genau. So, und spuren mal vor auf 0 Uhr. Ich denke mal, ich lasse es dann auch direkt bei 0 Uhr. So, und jetzt gehen wir mal auf die Karte. So, und hier hat er die Boje gesetzt und den hat er gefangen mit Schweineauge. Genau, den Yeti Albino. So, gehen wir mal raus. So, 2 Meter, ich guck mal gerade auf der Karte, ist da eine tiefe Stelle? Ja, doch, da könnte ein bisschen, ich guck mal, ich glaube aber 2 Meter ist ein bisschen tief. Ich stelle mal auf 1,50 Meter, mal gucken, ob die da steht. Wenn die nicht, wenn die quer liegen sollte, dann müssen wir noch ein bisschen flacher einstellen. Ah, der liegt quer. Da können wir nochmal einholen. Bremse, wie gesagt, lasse ich mal lieber ein bisschen runter. Hier mit Minus könnt ihr das ein bisschen einstellen. So, dann stellen wir mal auf, sagen wir mal, 1,10 Meter. Probieren wir mal. Gucken wir, ob er denn dann steht. Dann sollte er eigentlich stehen. Oder? Was? Guck mal ein bisschen ran. Steht er jetzt? Ja, jetzt steht er. So, dann warten wir jetzt mal. Schauen wir mal. 31 Schweineaugen hatte ich noch im Inventar. Ich wollte euch ja nochmal kurz den... Ah, können wir jetzt gerade nicht. Ich wollte euch kurz nochmal die Preise hier am Gewässer zeigen, dass ihr hier auf jeden Fall mehr Bitcoins ausgeben müsst für die gleiche Anzahl an Ködern. So, dann probieren wir einfach mal. Wie gesagt, würde dann auch so ein Geräusch kommen, wenn sich ein Fisch nähert. Greifklaue und Schweineauge. Wie gesagt, da war halt so ein kleiner Übersetzungsfehler drin, aber ist ja nicht weiter schlimm.
Ja, bisher noch kein Zuppler. Ich würde sonst sagen, sobald einer beißt, schneide ich auf jeden Fall mal dran. Ich höre es ja dann bimmeln. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, die Libelle sitzt schon auf unserer Rute und wir haben jetzt den ersten Zuppler. Müssen wir gleich gucken. Vielleicht müssen wir anschlagen. War wieder echt cool, die Libelle kommt. Da sehen wir jetzt auch schon. Oh, der bewegt sich schon. Da haben wir schon ordentlich Oberflächenbewegungen hier. Oh. Bremse können wir noch einen erhöhen. Und zwei erhöhen. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Drill. Jetzt haben wir auch auf jeden Fall das richtige Equip dafür. Jetzt haben wir zu tun. Da haben wir den. Oh, da springt er schon raus. Da haben wir auf jeden Fall den ersten. So lange hat es jetzt nicht gedauert. Also ich habe jetzt die Tiefe nochmal verändert auf 20 cm. Und jetzt funktioniert das auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das jetzt mit 13 Stück? Müssen wir mal schauen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich nochmal die Shop-Preise, dass die halt ein bisschen anders sind als zu Hause. Ah, ist auf jeden Fall cool. Mal geile Drills hier. Gucken, was wir jetzt hier. Ah, wie schwer wird er jetzt? Da haben wir ihn auch schon. Oha, 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 oha. Yeti Albino 21 Kilogramm. Machen wir gleich mal einen Screenshot. Jetzt können wir hier mit der Taste P, glaube ich. Jetzt können wir hier einen Trophy, also hier so einen Screenshot machen. Kurz gucken, ob wir das Licht auskriegen hier. Ja, das Licht blendet jetzt natürlich echt heftig. Kriege ich jetzt gerade nicht aus. Würde ich sagen, wir gucken mal gerade. So, hier können wir das jetzt ein. Okay. Ah, Kamera. Ja, das Licht blendet echt heftig, aber. So, machen wir hier mal einen Screenshot. So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Jetzt haben wir den, okay. So, behalten. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Preise hier im Laden. Ihr habt ja vorhin die Preise zu Hause gesehen. Also einmal hier zum Beispiel frischer Köder. Schweineauge kostet ein Bitcoin mehr für 5 Stück. Und der Haken, gucken wir, jetzt bin ich selber mal gespannt, kostet auch ein Bitcoin mehr. Die Greifklaue, die kostet sonst 2. Ne? Also kauft auf jeden Fall. Hier die Tiefe zeige ich euch nochmal. 20 cm. Kauft auf jeden Fall das zu Hause ein, um die Bitcoin zu sparen. Auch wenn das immer nur ein Bitcoin ist, aber trotzdem sicher ist sicher. So, wir gucken mal, wie lange das jetzt dauert, bis wir den zweiten haben. Mal gespannt. Also ich kann das Licht ja mal ausmachen, damit das nachher nicht so blendet, wenn wir den Trophy Shot machen. Und gesagt, wir müssen jetzt einfach nur warten, bis es bimmelt. Können noch mal ein bisschen ranzoomen. Aber ich glaube, so das komplette Event, komplett ohne Bitcoins, wird glaube ich schwierig. Weil ihr habt so viele unterschiedliche Fische, die ihr beangeln müsst, die ganzen Köder. Klar ist viel halt in den Kürbissen drin, aber jetzt wirklich alle Seen abzureisen, auch die teuren Seen, das geht natürlich ordentlich auf Silber. Ne, also das ist natürlich dann schon heftig. Damit man halt die Bitcoins spart. Ich meine, wer natürlich genügend Silber hat, den das nicht stört, der jetzt eher Bitcoin sparen will, für den auf jeden Fall, der sollte alle Kürbisse abgehen. Ich habe gesehen, es gibt auch dieses Rest in Peace, diesen Grabstein. Da sollen wohl auch welche Sachen drin sein. Ich habe bloß noch keinen Grabstein gesehen. Ich war jetzt aber auch noch nicht an den höheren Gewässern. Kann sein, dass zum Beispiel in Michigan oder in Kalifornien solche Grabsteine sind. Die kann man wohl auch looten, neben den Kürbissen, und da sind dann auch nochmal Köder drin und so. Passt auf jeden Fall auch auf, dass ihr euer Inventar nicht voll habt. Ja, wenn ihr jetzt die Kürbisse looten geht, weil sonst wird das nämlich alles immer nach Hause geschickt. Zum Beispiel hier die Schweineaugen, die habe ich alle noch von den letzten Halloween-Events. Da seht ihr auch wieder schön die Oberflächenhinweise. Ja, wie gesagt, habe jetzt auf 20 cm Tiefe gestellt, also richtig flach.
Ja, die Köderfische, die verfaulten, die braucht ihr, glaube ich, nachher für den Vampirknochenhecht. Das nehmen wir auf jeden Fall als nächstes in Angriff. Einfach mal ein bisschen genießen hier. Ja, solche, gerade so eine großen Fische, das dauert dann immer ein bisschen länger, bis sie beißen. Da kommt die Libelle wieder. Vielleicht ist das ja wieder ein Zeichen, dass jetzt wieder gleich ein Fisch kommt. Manchmal ist es ja wirklich so, dass das ein Hinweis ist, dass die einem sozusagen Glück bringt, die Libelle. Hatten wir ja früher schon mal den Verdacht. Na, jetzt hat es kurz geruckelt, könnte sein. Jetzt gleich was passiert. Einen würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen wollen. Wie gesagt, nicht wundern, warum der Schwimmer jetzt so groß aussieht. Den habe ich jetzt extra groß eingestellt, damit man den auf Entfernung besser sieht. Ah, jetzt. Ja, da haben wir die Oberflächenhinweise gesehen. Da kommt auf jeden Fall ein. Oh. Oha. So. Gucken. Ah, der ist, glaube ich, ein bisschen kleiner, oder? Gucken, wie schwer der jetzt wird. Gucken wir, ob wir da jetzt EP-Bonus abgezogen bekommen, weil normalerweise die Fische sollte man schon mit wirklich gutem Gear fangen. Aber ich glaube, so 12, 13 Kilo Ruten sollten auf jeden Fall auch locker reichen. Also die jetzt bei dem Spooky Pack dabei sind, die sollten auf jeden Fall reichen. So, jetzt haben wir hier, oh, wieder gleich viel, ja, haben keinen XP-Bonus abgezogen bekommen. Gehen wir mal auf P. Jetzt sollten wir den auf jeden Fall ein bisschen besser sehen. Ja, jetzt sehen wir den Fisch, können wir auch ranzoomen, das ist geil. Jetzt haben wir noch die Taschenlampe an, so, aber jetzt können wir auf jeden Fall mal einen Fisch ein Bild machen. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, ich fange jetzt auf jeden Fall noch weiter. Ne, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfang. Tschüss.